Viele angebliche Informationen sind in letzter Zeit zum Thema Energiewende und Windkraft zu hören. Bei gewissen Aussagen greift man sich als Fachexperte nur auf den Kopf. Einige Aussagen scheinen eher politisch motiviert oder konstruierte Aufreger zu sein. Schauen wir uns nun ein aktuell im Aufbau befindliches Windkraftprojekt an. Wir befinden uns da jetzt auf der Handalpe, auf der steirischen Seite. Gegenüber ist das Projekt Bärofen, wo ich der Initiator bin und 2010 damit angefangen habe. Jetzt haben wir ein Projekt mit 8 Windrädern, können wir 65 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Das ist Energie für 30.000 E-Autos. Wie sieht es mit unserem zukünftigen Strombedarf eigentlich aus? Verbraucherseitig wird der Stromverbrauch durch Elektromobilität, durch den Einsatz von Wärmepumpen und auch durch den Einsatz von grünem Wasserstoff in der Industrie sehr stark steigen. Energiewende bedeutet raus aus den konventionellen Energieträgern wie Atomkraft und Kohle und rein in die erneuerbaren Energieträger wie Solar- und Windkraft. Dass wir Atom- und Kohlekraftwerke ausschalten und dabei Solar- und Windkraft nicht im selben Maße aufbauen, das war so nie geplant. Dieses schnelle Abschalten von Atom- und Kohlekraftwerken, jetzt insbesondere in Deutschland, führt jetzt bei uns zu einer Energiemangellage. Es bedeutet, dass die Energiepreise sprunghaft ansteigen. So beträgt derzeit der Strompreis für das erste Quartal 2022 25,86 Cent pro Kilowattstunde. Besonders in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit wie nach der Corona-Krise ist es notwendig, den sozialen Aspekt von günstiger Energie nicht außer Acht zu lassen. Warum kann man die Energiewende nicht nur mit Solarenergie bewältigen? Mit Photovoltaik kann man keine hundertprozentige Energiewende schaffen. Es ist so, dass Windkraft von November bis April die höchste Leistung hat und Photovoltaik von März bis Oktober. Also diese Kombination Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft, idealer geht's nicht. Wie sieht es mit der Umweltfreundlichkeit aus? Selbstverständlich wurden diese Umweltschutztechnologien deswegen entwickelt, um die Umwelt zu schützen. Immer wieder werden Aussagen gemacht, dass diese Technologie umweltschädlich wäre. Windkraft haben sie den Vorteil, dass sie überwiegend im Winter Strom produziert. Und das erstens einmal frei aller CO2, also Treibhausgasemissionen, aber auch frei aller Luftschadstoffemissionen, wie zum Beispiel Feinstaub, Stickoxide, Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff. Woher kann der Strom in Zukunft kommen? Die Natur schenkt uns diese Möglichkeiten. Wir müssen sie nur nützen und da sind wir am besten Weg. Wir brauchen die Unterstützung der Gemeinden, der Öffentlichkeit, damit die Projekte auch durchbringbar sind und nicht ein Windparkprojekt 10, 15 Jahre Vorlaufzeit hat. Zu unserer Philosophie gehört auch dazu, dass wir Bürger beteiligen. Bitte entscheiden Sie, welche Fragen oder Themen Sie von Fachexperten im nächsten Video behandelt haben möchten. Schreiben Sie Ihre Fragen einfach in die Kommentarfunktion. Bis zum nächsten Video.